Für die Nachwelt, hallo Nachwelt, hallo Jetztwelt. Herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren wundervollen Part. Gothic Online. Chapter Sunt heute. Mann, es ist super lang her. Ich habe nichts aufgenommen in der Zeit, wo ich meine Pause gemacht habe. Ich habe nichts YouTube-Technisches gemacht. Und heute, Leute, heute habe ich noch ein anderes Video aufgenommen. Und oh Mann, ich bin richtig nervös, Digga. Puh, was ist denn los auf einmal? Aber ich bin froh Umwelt. Ja, ist ja fast Umwelt, ne? Darüber redet doch dieses kleine Mädchen immer, ne? Ja, genau. Jetzt edgy aus. Und bei dir? Jo, cool, dass bei dir alles gut ist, genau. Ich war schon immer edgy im Herzen. Aber ja, bei mir auch alles gut. Ich hatte ziemlich viel Stress, deswegen gab es ewig lange jetzt diese große Pause. Aber jetzt hat sich alles wieder so ein bisschen eingepegelt. Ist der neue Job. Weniger Zeit für alles. Man ist einfach lange viel müde, aber jetzt geht es inzwischen wieder einigermaßen. Und deswegen dachte ich mir, hey, let's go. Lass mal wieder reinschauen. Ich war tatsächlich ohne euch schon ein bisschen online. In Gothic Online. Online. In Gothic Online. Das ist ein korrekter Dude. Grüß dich, Digga. Ich habe keine Ahnung, wie nochmal die verdammten Tastenkürzel sind. Ich hätte ja auch gerne diese Faust-Animation gemacht, aber never mind. Ich bin so unvorbereitet, merke ich gerade. Naja, was soll's. So ist das Leben manchmal. Ist schon okay. Naja, auf jeden Fall. Habe ich so ein bisschen gespielt ohne Stream und ohne Aufnahme, einfach mal ein bisschen reinzugucken, ein bisschen reinzuschauen, ob alles okay ist. Und ich gucke mal, ob die Aufnahme auch läuft, ob alles in Ordnung ist, ja. Einfach noch ein bisschen ins Roleplay reinzukommen, das klappt eigentlich ganz gut. Da fällt mir ein, ich wollte noch was nachschauen, aber ja, mal gucken. Heute ist tatsächlich ein besonderes Event, deswegen dachte ich mir, hey, heute sollte ich auf jeden Fall noch mal reinstreamen, noch mal ein bisschen schauen. Ich glaube, das ist ein NPC, ne? Digga, NPCs laufen aber hier chillig rum. Krass. Ja, heute ist ein kleines Event. Das beginnt erst in einer Stunde. Aber ich würde doch gerne, ganz gerne mitmachen. Das ist ein Wettbewerb für Löhner. Da sammelt man Weizen. Und seit dem letzten Mal hat sich einiges geändert, wie ihr jetzt hier vielleicht seht. Es gibt jetzt einen Feldskill, Bruder. Und ich war nicht auf dem Feld. Innerhalb der letzten Tage. Also. Er hat jetzt nichts getan. Wir waren natürlich viel auf dem Feld, als es noch keinen Feldskill gab. Aber, well, fuck, ich glaube, wir sind ganz schön am Arsch. Also, wir machen ein bisschen aus Spaß mit bei diesem kleinen Event. Aber so, why not? Der Typ heißt was? Gothic MP Far Cry 3 confirmed? Was? War das nicht der eine Dude, der eine Kerl aus dieser Hauptschurke aus Far Cry 3? Ich habe es leider nur als mal als Display gesehen. Deswegen, oh, gefreiter Melkor, absoluter Ehrenmann. Grüß euch, die Herren. Der hat mir ein bisschen Arbeit gegeben in der Zeit, wo ich halt einfach so Takdogen, jo. In der Zeit, wo ich, also in den letzten paar Tagen, wo ich online war. Hat. Bin ich denn so nervös, als hätte ich noch nie irgendwas kommentiert in meinem Leben? Erstmal ein Käffchen. Um noch aufdringlicher zu sein. Der Hauptschucker. Schnotte, was geht ab, Mann? Immer ein Motivationsboost, dich zu sehen, Bruder. Ja, wir werden uns heute dieses Event angucken. Was von der Löhnervereinigung gemacht wurde. Die gab es früher auch nicht, als wir noch gespielt haben damals. Glaube ich jedenfalls. Jedenfalls nicht in so einem Ausmaß. Dann überlegen. Eine offizielle Delegation der Miliz wird es nicht geben. Und in letzter Zeit bin ich dem Hof auch nicht sonderlich gutmütig gestimmt. Spricht er über den Wettbewerb? Grüß dich. Ja, Melkor, wie gesagt, absoluter Ehrenmann. Konnte ein bisschen für ihn arbeiten, ein bisschen mit ihm plaudern. Der am Hof stattfinden soll.
Kannst du zum Wettsammeln? Hier in San Diego. Ja, gerne. Ja, einfach nur ja, gerne, das passt schon. Zweite Runde steht außer Frage, ja. Hier werde ich dabei sein. Okay, er denkt, das ist irgendwie so ein Dingens. Und wie lange nicht gesehen. Viel passiert deshalb, wo du nicht weg warst. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir schon mitbekommen. Ich war ja, was, gestern oder vorgestern noch ein bisschen an. Für ein paar Stündchen und da sind mir schon einige Dinge aufgefallen. Zum Beispiel der neue Fail-Skill, warum wir jetzt keine Chance haben bei dem Wettsammeln. Aber das ist egal. Den Kanuf hier. Gibt es nicht, ja, der auf den Kanuf später die Ration aus. Es gibt Ration, weißt du, wir haben ein bisschen was mit, ein bisschen in der Gemeinschaft. Ich glaube, das ist schon Lohn genug, ja. Ja, es geht bei dir ab. Achso, ja, ich habe gerade schon erzählt, ja. Treffen mit Leon 18:30 Uhr an der Taverne hinter mir, dann gehen wir zusammen zum Großbahnhof. Ehrenwert. Dann später zum Kornhof. Ja, auf jeden Fall noch begegnen. Bin schon gespannt. Ja, ich kann fast schreiben. Ja, neuer Job, neuer Stress in einer anderen Stadt und momentan hat sich alles ein bisschen eingebracht, deswegen dachte ich mir, ich möchte wieder ein bisschen anfangen zu streamen, ein bisschen aufzunehmen. Nicht Adari. Auch absoluter Ehrenmann. Es gibt ja jetzt auch ein paar andere Sachen und Möglichkeiten für Löhner. Oder wie gesagt, dieser Löhnerverbund. Und Adari gehört da wohl dazu. Da ist sogar der Gründer oder so. Er kümmert sich um die Neuen, meint er. Er ist unser Diego, okay? Und den habe ich mich auch ein bisschen unterhalten. Er hat sich von mir ein bisschen befragen lassen. Auch absoluter Ehrenmann. Das Bier und die Suppe sind schon vorbereitet für den Korn auf Ehren. Bier und Suppe ist schon mal nice. Parallel Antiverse. Was geht ab, Mann? Ero, was denn die ganze Zeit? Ich war. Also, ich habe mir eine Geschichte im Roleplay ausgedacht. Die ist ein bisschen dumm. Aber ich fand die ganz nice. Ey, Dung, oh, fang ins Rechting, den Nase, Dung und den Bogen, da gibt es nicht zufällig Bogentraining. Bruder! Ja, bei weitem nicht. Okay, ich muss hier ein bisschen konzentrieren. Ja, Taverne, warten, bis wir da losgehen. Sonst später. Merkst du, etwas was grün zu. Denke ich. Schließ mich Sandjäger mal an und geh dann. Los. Auch bei deren. Bruder Bogentraining. Das ist ein Ehrenmann. der Gierige, ja. Ja, ich habe auf jeden Fall mir eine Geschichte eingefallen lassen, was so Dogen passiert ist in der Zeit seiner Abwesenheit. Das waren ja im Roleplayer Jahre, nicht? Also 2 Jahre oder so. Ich glaube, es waren 3 Monate im echten Leben. Oder war das dann ein Jahr? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ja. Da muss er mit dem Namen hin. Ist in der Arbeit. Aber wo ich in Real Life war, war halt Malochen, Mann. Ich habe mir jetzt eine neue Arbeit. Toll, San Diego ist einfach aufgegangen. AFK gegangen, ich lasse mich aber erzählen. Dann kann ich vielleicht ein bisschen was erzählen. Wie setze ich entspannt auf den. Okay. Ja, I don't know. Ja, wo ich in echt leben war, ich war halt viel am Arbeiten, viel am Knechten und in einer anderen Stadt. Ich arbeite in Duisburg jetzt. Und das ist alles ein bisschen stressig, immer hinzufahren, dann 8 Stunden zum Malo und zurückzufahren und
Dann gab es noch ein paar andere Dinge, die erledigt werden mussten. Und es war einfach alles ziemlich viel Stress. Aber es hat sich inzwischen alles ein bisschen eingependelt und deswegen dachte ich mir, hey, wenn nicht jetzt, wann dann? Let's go. Tja, und jetzt sind wir hier. Twitch hat mir das Passwort von meinem alten Twitch-Account nicht gegeben, darum ist Hunty tot und auf Paralleluniversum erschienen. Jetzt verstehe ich, dachte mir ganz kurz, ist das wohl der echte Hunty? Ja, anscheinend schon. Nur mehr Backstories sind die besten, auf jeden Fall. Ja, Hunty, schön, dass du reinschaust, Mann. Dumme Dämonen ist zurück, bestimmt hat er 3 Wochen unter Stein gelegen. Genau. Er hat alles verlernt, aber er ist am Leben, oder so. Bei mir genau wirkt sich Zeit in Himmelsrand. Ja. Gibt es eigentlich auch einen Gnar Gothic Online, Bruder? Lass mir mal erläutern. Ja, okay, San Diego will halb los. Ist jetzt gerade AFK, weiß nicht, warum. Vielleicht noch ein bisschen. Alkohol, ein bisschen Plauner, Leute. Ist ja alles entspannt. Wie gesagt, heute habe ich vor, mir das Event anzugucken für dieses Flöner sammeln. Auch wenn wir da effektiv gar keine Chance haben, um irgendwas zu reißen. Aber. Ja, einfach mal ein bisschen gucken. Gibt Rationen, ein bisschen Social Interaction. Wird nice. Ich freue mich drauf. Nächste Woche hole ich mir dann mein Ticket und dann sehen wir den Besuch nicht zum Wege. Wir müssen noch richtig Tor. Richtig, 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 richtig. Ich weiß nicht, Mann. Vielleicht hast du ja Bock nach dem Stream kurz zu telefonieren, je nachdem wie spät das wird. Könnte später werden, I don't know. Welcome back. Ach, Bruder, ich kann auch nicht schreiben, Mann. Welcome back meine ich natürlich. WN. Ja. Ja, ich schließe mich dir einfach mal an. Das da auch vor. Ein großes. Ja, so, also, ah, ist ja jemand hier. Na. Entschuldige. Wollte dich nicht erschrecken. Hab nur gedacht, wenn du auch zum Großbauern gehst, könnten wir ja zusammen hin. Gehen. Ich habe bereits mit Makrov geschnackt und mit Manu wollte ich ohnehin noch schnacken. Und dann Dortmund zu dir ist ja auch nicht. Alter, wenn das so ist, dann lass mal auch mit dem Jungen rumhängen. Ist ja richtig entspannt. Ich wusste gar nicht, dass Makrov in Dortmund lebt. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich euch die Story erzählen soll, was jetzt Sache ist mit der Backstory, was geschehen ist. Im Roleplay weiß eine Person davon und das ist Urist. Das war auch lustig. Hier, Urist und Sariel sind auch noch richtig aktiv am Zocken und wir haben die ja noch kennengelernt. Die waren ja auch mit am Start dabei und die haben sich so krass gemacht, ne? Die sind jetzt richtig heftig. Hier, Urist gehört schon die Taverne im Hafen und so, also krass. Klar, Aderic und ich hatten uns vor ein paar Leuten jetzt treffen und gemischt dort hinzugehen. Klingt wie entspannter als ich. Alleine von Wölfen. Zerfleischen zu lassen. Willst du nicht beim Schnacken kriegen, da? Ich hab nicht vor. Ja, okay, Gnar ist auf jeden Fall raus. Cool. Toll, Gnar. Ach, Mann. Ja, San Diego hat uns mal seinen Ofen benutzen lassen, weil wir für jemanden Fleisch braten sollten. So haben wir uns jedenfalls kennengelernt. Mal kurz unten was, bevor wir losgehen. Ja, alles klar. Ich musste eh jetzt gerade nach einem Thema überlegen. Muss mich ein bisschen wieder reinschauen, euch was erzählen, Chat gucken und Roleplay machen.
Mann. Ja, toll, genau. Wieso bist du nicht dabei? Das ist die wichtige Frage, Mann. Ach ja. Ja, die Backstory ist halt, wie gesagt, ein bisschen dumm, aber kreativ. Dachte ich jedenfalls. Das dachte ich. Aber so wie es sich herausstellt, sind Elemente in dieser Backstory schon längst auf dem Server passiert, ohne dass ich es wusste. Und nun gibt es gewisse Parallelen zu der Story, die passiert ist auf dem Server und zu der ich mir ausgedacht habe. Und das war ganz witzig. Weil ich habe Uris ja die Story erzählt und da hat er gesagt, ja, Digga, das klingt ja so wie das und das, was passiert ist. Und ich dachte mir so, Alter, ist das dein Ernst? Ich kann es euch ja mal erzählen, okay? Ich kann es euch ja mal erzählen. Bleibt ja unter uns, ja? Normalerweise ist es immer cool, wenn es das im RP gibt, aber ich glaube, viel mehr Leute werden nicht mehr fragen, weil viele Leute Drogen einfach nicht mehr kennen. Die Leute haben sich komplett geändert in den Monaten, was absolut verständlich ist. Deswegen erzähle ich es euch einfach mal. Gnade Faule. Bruder, ja, gönnt ihr doch ein Bierchen mit uns, dann gucken wir. Nein, ich mach Spaß, nur wenn du Bock hast, alles gut. Waren wir also wieder Fivehead, ja? Wir waren einfach Galaxyhead, okay? Also, obwohl, ich erzähle es euch vielleicht erstmal nicht, wenn wir eine ruhige Minute haben, weil ich würde gerne mich ein bisschen nach das MP mit Santiago konzentrieren. Hast du ein paar Portionen geholt? Jetzt ja, kann ich dir gerne mal. Und tragen helfen. Wäre ich Wesson, direkt abgezogen und geklaut. Aber Dogen ist bis jetzt eine ehrliche Art. Daher zugeben, dass ich wahrscheinlich zum ersten Mal von Dogen höre. Pensiert neuer Zuschauer. Hanti, alles gut, Mann. Ich weiß, das ja auch selbst zu tun, einiges. Und du streamst ja ebenfalls, nicht? Wobei ich glaube, du hast länger nicht mehr gestreamt, wenn ich das richtig hier in Erinnerung habe. Ah, guck mal, ich war auch super selten bei deinen Streams dabei. Ja, das ist alles gut, Mann. Die gute Lograda hat sich jetzt auch eine Weile nicht mehr gestreamt, von daher ist es auch nicht wunderlich. Ja, genau. Nein, nein, die sind schon auf den Kopf beim Großpontan, die Leute von dort ist erstmal was. Ah, verstehe. Was hältst du von den Leuten dort? Aber kurz kennengelernt. Der wo im Hof kommt und ganz anständig war. Ich kann San Diego uns noch ein bisschen erzählen über den Hof. Wir waren ja vor dem, was Dogen passiert ist, ja sowieso nur einmal am Hof und das war nur für eine Dingens. Für eine Botschaft und dann wurden wir von dem Wolf gerissen. Also, das war richtig sad. Ja, aber Hanti, Dogen mit dem Bogen ist ein junger Mann, der vom Festland hier auf diese Insel gekommen ist. In der Hoffnung, irgendwas Bedeutsames zu sein. Ja, er will aufsteigen, er will für das Vaterland kämpfen, er will im besten Fall Soldat sein. Aber erstmal will er eine Hose. Das ist erstmal der erste Schritt. Ich kenne noch nicht wirklich Leute von dort, wenn du einmal dort kurz dort, war nicht viel mitbekommen. San Diego hat auch keinen Plan von den Leuten dort. Ja. Ist der. Naja, eine gute Gelegenheit. Ein paar Leute. Da drüben können so lernen. Mal kurz aus, was ist ja die Einstellung dann? Okay. Vielleicht. Für das Vaterland kämpfen wie ein guter deutscher Geselle. So ähnlich, Bruder, so ähnlich. Ja, ich würde mal ein paar Dogen der Gutgeschichte denken. Ah ja, genau. Ja gut, jetzt soll er eh auf ihn warten müssen. Folgendes ist passiert. Im Hafen dieser Stadt
war Dong unterwegs und hat eine wunderschöne Frau gesehen, okay? Seine wunderschöne Frau und wie gebannt folgt er ihr. Ja? So, absolut braindead ist er einfach hinterhergelaufen. Es stellte sich aber heraus, dass es wohl irgendeine magische List war und er hat das Bewusstsein verloren. Das nächste, an das er sich erinnert, ist, dass er auf einem Sklavenschiff war von den Orks und dort halt die ganze Zeit rudern musste, nur schimmliges Brot zu essen bekam und war alles richtig scheiße, ja. Irgendwann kam ein Sturm und in diesem Sturm wurde dieses Sklavenschiff angegriffen von der königlichen Flotte oder von wen auch immer, Mysterium, Bruder. Und das Schiff der Orks ist halt gesunken. Wo die anderen Gefangenen oder Orks sind, ist unklar. Und Dogen versuchte sich halt an das Schiff der Angreifer zu wenden oder sich da retten zu lassen, aber er wurde von den Wellen weggeschifft und ist nun wieder hier. Das heißt, die ganze Zeit in seiner Wahrnehmung war er auf diesem komischen Schiff. Aber körperlich geht es ihm diesbezüglich noch ganz gut. Deswegen ist da so eine Art Parallelwelt, okay? Und jetzt stellt sich heraus, na, ist jetzt OC-Wissen, auf diesem Server gab es eine Hexe, die andere Leute in eine Parallelwelt entführt. Und keine Ahnung, was sie dann macht. Und ich dachte mir so, Bruder, dein Ernst? Ja, okay, die Idee ist jetzt nicht die kreativste der Welt, maybe, aber wie stehen die Chancen, dass das passiert? Ja. Um ehrlich zu sein, hatte ich einfach Bock, schnell zu zocken und habe jetzt nicht super krass so eine Geschichte mir überlegt. Aber das würde erklären, warum Dong immer noch voll der Lauch ist und warum er immer noch nackt ist. Und warum sein Magen knurrt. Ja, gut, in 10 Minuten geht's los. Aber vielleicht können wir noch was zu essen kaufen erstmal. Du meinst doch nicht die Hexe von über einem Jahr. Keine Ahnung, Mann. Uris hat mir auch erzählt, wer die niedergeschreckt hat, aber I don't know, Mann. Event hat bestimmt gerade richtig deine Streams. Das habe ich nie erwähnt. Ich habe das nie erwähnt in irgendwelchen Streams. Kommen ja erst durch Spielen. Ja, genau. Genau so ist es. Ah, bin ich wieder. Welcome back, Bruder. Ey, kannst du mir vielleicht was zu beißen geben? Das haben wir im Kopf kennengelernt. Bevor wir losziehen. Vielleicht wieder so einen Kuchen aus der Pfanne. Weiß nicht mehr, wie der Kerl hieß. Er war in Fell gekleidet und hat vor dem oberen Viertel auf jemanden gewartet. Gewarteten. Zieht seinen rechten Schuh aus, wühlt darin etwas herum und holt ein paar übelriechende Münzen hervor, welche er auf den Tresen legt. Sicher. Hier bitte. Ja, es riecht notdürftig wieder. Nicht viel los, aber in dem Wetter ist dann alles, was heute schenkt. Wohl lieber viele zu Hause. Ich werde Gold sehen. Ein Zuhause haben, um sich vor dem Regen zu schützen. Klingt schon nach Luxus. Genau, das wollte ich lesen. Was für ein Ehrenmann, danke. Der Witz dahinter verstehst du nicht, Bart. Das nicht von einem Jahr nicht gespielt. Der Server ist ja noch nicht ein Jahr alt, Mann. Aber so vor einem Jahr ist ungefähr Dogen auch verschwunden, nicht? Also vor 3 Monaten im echten Leben. Und nun mal Dogen was zu essen.
Aber ja. Erstmal noch ein bisschen vom Käffchen sippen. Irgendwie drücken die Münze aus den Schuhen. So ist eine Münze auf. Ja, wo ich ja komme, wurde man öfter überfallen. Nicht man sein Geld nicht versteckt, wird es einem entrissen. Deswegen teile ich mein Gold in wenigen Habseligkeiten. Ich schnapp durch den Pfannkuchen und beißt gierig rein. Danke, sagt er mit vollem Mund. In Santiago. Wir sind halt einfach ein Penner. Ja, wir sind halt einfach. Boah, kennt ihr diese. Oh Gott. Fuck, von wem war das denn nochmal? Irgendwer hat so einen Gothic-Sketch gemacht. Es gab erst mal so eine Bierwerbung, alles ist richtig ausgeartet. Und Terry hat ein Alkoholproblem und ist richtig am Verrecken gewesen. Und da sagt er einfach: Ein Penner. Ich war ein Penner! Daran denke ich irgendwie immer, wenn ich so Hosendosen sehe. Ja, auch mein eigener Charakter. Das ist über 2 Jahre, er hat nur damals. Ah ja, da hast du völlig recht. Ja, stimmt. Es war ja früher MTO. Sagst du, ja schon, ich ist dann anders in Cornelius. Ja, stimmt. Bin ich jetzt dran? Genau, ich weiß zwar nicht mit was, aber du bist dran, Bruder, wie bei Yu-Gi-Oh! In der Runde gerufen, dass du was hast. Ist das dann? Ja, da hast du schon recht, Mann. Ich sag ja, Deutsch. Ja, lass mal gucken. Eklig, aber effektiv. Hey, Nizza, was geht ab, Mann? Grüße. Schön, dich hier zu sehen, Alter. Du hast Dung in Hosendose, doch bald, ja bald ist er ein großer Mann. Ganz bestimmt, ja. Eine geile Hose zu tragen, das wäre nicht schlecht. Ich habe so gehört, so eine Schürferhose kostet einfach 1000 Münzen. Bruder, schwierig. Normale Kleidung hat früher 400 gekostet oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt geändert ist, aber ich gucke mal einfach im LP. Ich habe auf jeden Fall die Infos, wer welche verkauft. Das habe ich mir aufgeschrieben, mein schlauen Büchlein. Wer ist gleich losgeht, sofern niemand mehr auftaucht vor Ort, haben wir noch ein paar organisatorische Dinge erklären. In der Zeit so gut verstärke. Da bin ich wieder zusammengekommen. Ach, Melkor ist dann wieder da. Der absolute Ehrenmann. Wer verkauft das Zeug? Alridoran und Quendrem. Quendrem ist ja der Ritter, den wir schon kennen. Also der Paladin. Der war schon am Anfang da. Für den haben wir auch mal einen Botengang erledigt. Und Redoran ist anscheinend. Hieß der Redoran? Oder habe ich das falsch notiert? Redoran. Klingt ein bisschen wie ein Pokémon und ist ein Lehrling von ihm. Deswegen gucken wir mal. Kleidung, ja, teuer, immer, ne? Richtig Krise. Okay, mal streamt, kann man sich ja mal hier gehen lassen. Sehr korrekt von dir, Mann. Da fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil ich bei dir so kaum reingeguckt habe. Tut mir leid. Ich habe schon erzählt, letzte Zeit war es alles ein bisschen stressig, deswegen kam ich sowieso nicht dazu, Streams zu gucken oder irgendwas zu tun, um ehrlich zu sein. Wenn du nicht da ist, wird das schwierig. Ja, gut, problematisch. Dann hoffe ich mal, diesen Redoran zu finden. Alleritsch nickt gern Melk und lächelt etwas gequält. Ist das Wetter, scheint lieber zu Hause zu bleiben.
Vielleicht sind einige schon vor Ort. Kann ja sein, Digga. Wenn sie selbst das ärgert. Was rufen. Ja. Bestimmt. Ganz offenkundig. Daniel und was? Nabend. Genau, was ist ja auch neuer? Ehrenwert, kommt da auch vorbei. So, falls ihr übrigens Bock auf Roleplay habt, allgemein, aber euch ein bisschen die Leute vielleicht dazu fehlen momentan, schaut rein. Schaut ins gute Gothic Online. Ihr braucht Gothic 2 Nacht des Raben. Ab geht's. Kostet höchstens einen geilen Zehner. Eine Runde für eine Werbung. Das passt was schon los. Wie weiß noch die letzten Bisse seines Pfannkuchens. Und er hebt sich. Immer rein mit dem geilen Pfannkuchen. Hast keinen Hunger. Das will ich lesen, Mann. Wir haben zwar noch ein bisschen Proviant, aber ja, lass mal gucken. Alter, ich habe genau 100 Gold. Das ist ja krass. Hoffentlich bleibt das so. Mega was. Hey Mann. Dass du gekommen bist. Alter, Ehrenwert, Waffenlernpunkt. Wasch mal gelaufen, wenn du das kurz mal machen. Dann legen wir los. So, Erfahrung auf dem Feld. Ach, Pfannkuchen, die kriege ich wahrscheinlich nie in die Finger. Bist du in der Kolonie? Oder warum? Jetzt, ich habe gar keine Ahnung, Bruder. Wo bist du? Oh, scheiße, ich muss los, Alter. Sorry. Ich bin halt weg. Ich glaube, die anderen sind schon los. Räumen wir uns besser auch auf. Bruder, ich würde jetzt abwarten, was du schreibst, aber. Ich schnelle Weizenallergie, wenn du zuschauer. Achso. Weizenallergie, ehrenwert. Einer weniger. Wenn wenig Leute da sind, dann haben wir vielleicht tatsächlich eine Chance. Aber wie gesagt, wir waren auf dem Feld, da gab es noch keinen Fail-Skill. Und jetzt gibt es einen Fail-Skill, aber wir sind logischerweise richtig scheiße darin. Das müssen wir mal gucken. Dink Magier als Meister, der die alle verputzt. So, okay. Dicken Magier, so. Ernsthaft, Bruder? Dauert das nicht 1000 Jahre, bis man Magier wird? Okay, auf der anderen Seite, du bist ja auch schon länger dabei, nicht? Krass. Nee, kratze ich. Verlegen am Kopf. Entschuldigung. Oh, Essen kaum bemerkt, dass alle schon weg waren. Oh Mann. Gnassicht über Dogen. Dogen ist ein wieder im Metall ergangen sein. Von dort aus wir reich belohnt von der Rattenjagd. Das ist anscheinend ein riesiges Rattenproblem. Gerade junge Ratten schon. Geht die los? Nein. Das schickt sie nieder. War der reichste Mal in ganz Metall. Bis man krupp wird, wieder an Corinus geschickt worden sei. Jetzt
muss er ein Arschloch werden, indem er sich an deiner Gilde beitreten soll. Ja, klar. Wort für Wort würde ich das genauso unterschreiben. Das ist wirklich passiert. Und weil er so reich war und die ganze Zeit auf Droge war, erinnert er sich nicht mehr daran. Es ist ja bestimmt angenehmer beim Regen, das zu erbrauen, den Rücken Weizen zu ernten. Das denke ich. Tatsächlich auch. Nur der matschige Boden könnte ein Problem sein. War noch ein Mund auf Danilio, dann geht's los. Ja, nochmal aufs Klo, dann reiten wir los. Hey, das ist doch vor ein Schuh des Manitou, oder? Ja, ist die Gilde, die am längsten dauert. Aber ich bin ja fürs EP hier. Ja, richtig. Man muss sich auch die Zeit nehmen. Finde ich gut, Mann. Und der beste Jäger in ganz Kurines werden. Ja, auf jeden Fall. Der beste Rattenjäger. Ach, schade, dass Manu nicht da ist. Der würde das fighten. Vor die könnten wirklich Pferde in den Wagen hängen im EP und damit fahren. Schifffahrt einen fahren lassen. Pferdestrafenhof. Wäre übertrieben. Also ganz ehrlich, so schon damals, was ich gesehen habe, was technisch hier alles möglich gemacht wurde durch das Team, ich war so beeindruckt, es wäre gar nicht abwegig, wenn die irgendwie, vielleicht nicht ein Pferd, auch von einem Schattenläufer das Ding ziehen lassen. Stimmt, wir hängen einfach Löhne an den Wagen. 10 Gold pro Fahrt, bitte. Ja, also auf jeden Fall meine nice Backstory. Oder nicht wirklich. Dogen hat ja eine ganz andere komplette Backstory, wo ich mir auch ein bisschen mehr Mühe gemacht habe, die zu erdenken. Aber das war jetzt die Geschichte, wie, wo er in der Zeit war, in der ich nicht gespielt habe. Ach ja. Überall sieht man bekannte Gesichter. Ja, das stimmt. Die Community ist immer sehr, sehr heimlich, will ich immer sagen. Man erkennt irgendwie immer ein, zwei Leute. Aber Pim möchte man entfernen, nicht so schnell. Jacqueline, jetzt musst du wieder kotzen. Übertrieben geil. Schuss. Erzbarons. Fixschiff. Eieiei. Ist aber kleiner als Melkor. Na, er war jetzt auf dem Bruder und dann geht's ab. Ja, auch gern geschehen. Ja, danke auf jeden Fall, genau. Für ein Crossover. Ich hab doch gerade was vergessen. Jetzt kommt's. Das gibt's doch nicht. Wie folgt Melkors Blick? Hm? Guten Abend, die Herrschaften. Guten Abend, der Herr. Herr Statthalter, Digga, das ist der Statthalter. Ihr lernt ihn jetzt auch mal kennen. Stimmt, der wurde. Also, ich habe angefangen zu spielen wieder. Jetzt ohne Stream. Und in diesem Zeitpunkt wurde ein Statthalter gewählt. Das habe ich mitbekommen. Und da habe ich mich gefragt, wo die Paladine sind. Aber irgendwie hatte keiner eine Antwort dafür. Bis jetzt. Ich erwarte Neuigkeiten, die habe ich für euch. Ich war im Großbauernhof und habe mit Sanguin gesprochen. Jetzt bin ich gespannt.
Statthalter, heftig, Digga. Aber ich muss zugeben, ich hätte diese Position nicht so gerne, der Statthalter. Ich glaube, das ist super stressig. Lieber einfach ein Soldat oder ein Arbeiter oder so. Das wäre, glaube ich, cooler. Wobei eher Soldat. Weil letztes Mal mit Dogra hatten wir ja, also mit dem Char Dogra auf Kreste Korinnes, hatten wir ja einfach einen Bürger. Einen Heiler. Und jetzt hätte ich schon gerne ein bisschen mehr Action im EP. Deswegen Soldat wäre, glaube ich, cooler. Dass er weder die Bürger noch die Patriotische noch die Schärpe hat. Eine buschige Braut an. Die Bürgertitel gab Herr Michael, den Rest unteroffiziell ich hier mal zur Verwahrung. Sprach ich, er konnte mir erst das bezeugen. Machen Urlaub auf den südlichen Inseln oder an der Roten Laterne? Die sind einfach alle in der Roten Laterne. Ja, Mann. Ja, ich also es gibt ja auch noch Parts, wo wir noch ein paar Spieler gesehen haben, die jetzt nicht mehr da sind. Also unter anderem auch solche Event-Charaktere wie der alte Hauptmann damals. Der ist inzwischen gestorben. Der eine Bruder, ich habe leider den Namen vergessen, der vor Uris die Taverne geleitet hat, mit dem wir auch ein paar Parts gehabt haben. Der ist auch verstorben. Wer ist noch gestorben? Irgendwer ist, glaube ich, noch gestorben. Also, ne, auch sicher Leute, von denen ich einfach nichts mitbekommen habe, aber ist vielleicht ganz interessant, den Kontrast jetzt zu sehen, zu den Leuten, die jetzt da sind, eine P machen zu denen in den letzten Parts. Ich habe tatsächlich noch auf meiner Festplatte ein paar Parts von damals gefunden, die nie veröffentlicht wurden. Da geht der erste morgen auf jeden Fall online. Da kann man ja nochmal reinschauen, wie anders das einfach noch war oder ist, ne? Wie viele Spieler sind wir eigentlich inzwischen? 51, krass. Weißt du, süß. Vor allem freut es mich, dass Herr Michael diesen Fakt mir gegenüber noch nicht erwähnt hat. Ich will dieses Schreiben endlich haben, bevor ich mich vergesse. Insider-Parts? Gefühlt, ja, ja. Also ich habe halt die Parts immer bearbeitet, immer noch fertig gemacht. Und als ich dann keine Zeit hatte oder auch wirklich keine Lust, irgendwas zu machen außerhalb meiner eigentlichen Arbeit und halt ein paar andere Real-Life-Dinger, habe ich wohl vergessen, dass die noch auf der Festplatte waren. Und heute habe ich halt nochmal reingeschaut, weil ich habe heute noch was anderes aufgenommen und nochmal ein bisschen geguckt. Und tatsächlich, da waren halt noch zwei Parts da. Und noch eine ganze Challenge von Elden Ring. Keine Ahnung, ob ihr dabei wart oder so. Ich glaube, Thor, du warst auch dabei, aber es gab noch eine nice Elden Ring Challenge, die wir gestreamt haben früher. Die wird auch bald veröffentlicht. Ja. Also, da kommt noch einiges, ja. Wo bleibt der Nilio? Ich sehe besser mal schnell nach. Ist der Nilio die Mine gegangen? Also der Discord wurde ja auch erst Elden Ring angegeben und nicht GMP. Sagen Bart. Altes Ring, Digga, was das? Ja, Elden Ring, Bruder, das habe ich ganz schön gesuchtet. Würde ich auch gerne mal wieder weiterspielen. Also dann offscreen habe ich aber weitergespielt, den Charakter, den wir bei der Challenge angefangen haben, weil ich so Bock hatte. Warte, jetzt sieht mal nach. Ja, gut. Ich weiß ja nichts. Bisher das. Sind auf dem Weg immer mal wieder Viecher. Also hat Herr Michael ein, die Tiere sind wichtig. Zur Not schreibe ich ihn eben an. Wäre schlecht, wenn er mit den Dingern inaktiv geht. Drunkenring? Ja, ganz genau. Ja, noch eine andere Sache. Eigentlich streame ich immer mit Streamlabs. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert das jetzt nicht mehr.
Deswegen musste ich normales OBS nehmen, da alles nochmal transferieren, nochmal verändern und jetzt sollte es klappen. Falls jemand aber folgt oder spendet oder so, kann sein, dass das nicht angezeigt wird. Ist irgendeine Scheiße passiert. Ich habe Streamlabs nochmal neu installiert, nochmal Sachen ausprobiert, aber es hat einfach alles irgendwie nicht geklappt. Lass mal gucken. Achso, aber über Streamlabs konnte ich halt direkt einstellen, was ich spiele, bevor ich live gehe. Und jetzt muss ich das umständlich über die Twitch-Seite machen. Und deswegen stand da erstmal Elden Ring. Und dann halt Gothic 2, weil Elden Ring war halt das letzte, was wir gemacht haben. Keine Spur von ihm. Nur einen kurzen Moment, dann sollten wir los. Hoffentlich ist er wohl auf. Na, hoffentlich kommen wir ohne leichtere Taschen beim Hof an. Schwierig, ne? Ach, die sollten sich nicht an Michael. Da werde ich ja selbstverständlich von ihm eintreiben. Das ist der Ausgang, was die Hände nicht ganz fehl am Platz sind. Interesse an Bloodborne? Ich frage mal für einen Freund. Bloodborne? Theoretisch schon gerne. Aber ich würde gerne noch Elden Ring zu Ende spielen. Weil Bloodborne ist vom Gameplay anscheinend richtig, richtig cool. Aber vom Setting hat mich das nie so ganz abgeholt. Also weiß ich nicht, Bruder. Eher weniger sogar. Aber wenn ich spielen würde, hätte ich wahrscheinlich eine gute Zeit. Ja, Nummer 1 hier. Moin. Jo, was geht ab, Ray? Willkommen. Schön, dass du hier bist. Er hat sein Amt aufgegeben. Natürlich gehört es ja nicht mehr in seine Hände. Ja, Butter und Reichmecker. Ja. Was mit diesen Herren? Ist eine Reise geplant? Ja. So ist es, Herr. Wir reisen zum Großbauern. Ja. Wenn er den Ausdruck nicht gelesen hat, würde er sich ausdenken, Bruder. Stadt, wir sind gleich auf dem Weg zum Großbahn für die erste Runde des Witzsammelns. Glaube, das soll ich hier rumliegen. Ich bringe jetzt einfach mal mit, wenn ich rumkomme. Ja, gerne, wir können zwar. Boah, Thor, wenn du Bock hast. Ah, weißt du was, das bespreche ich vielleicht lieber ohne Stream. Genau, wieder weggehen. Tschüss, Gnar. Was schön, dass du da warst, Bruder. Geil, Weg zum Großbahn. Genau, das haben wir schon gelesen. Mal kurz hier analysieren, ob auch alles richtig läuft mit der Aufnahme. Sieht aber gut aus, okay. Gut. Nachdem ihr ihm begegnet, als der Bürgererkennung verteilen war, ich bin nicht sicher, wer Sahans Anspruch war. Soll ich natürlich einholen. Ah, diese Angelegenheit. Ich habe eine große Spende dieser Angelegenheit zukommen lassen. Also trinkt euch gut an. Hab Dank für eure Großzügigkeit. Herr Stadthalter. Es würde uns freuen, wenn ihr jetzt in der Anwesenheit beehren würdet. Bei der zweiten Runde beim Kornhof. Asma. Wird sogar 21 Uhr geschätzt. Lieb gerne, ich habe Makarov schon Bescheid gegeben. Fehlt eigentlich nur noch Manu und dann wäre die Runde komplett. Ja, Manu ist momentan ein bisschen busy. Aber ich werde ihn morgen mal sehen. Und dann plaudere ich ihn auch nochmal an, was da abgeht. Herr Asma, wenn ich bitten darf. Etwas Anstand muss sein. Digga.
Etwas Anstand muss sein, Kinder. Ja. Eure Spinde wird natürlich Erwähnung finden. Herr Asma natürlich. Bitte entschuldigt. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wer schon am Großbauernhof ist, aber wenn es wenig Löhner sind, scheiße, vielleicht kriegen wir einen dritten Platz oder so. Mal gucken, wer stark. Aber mal sehen. Ich habe das Gefühl, viele Leute haben schon ihren Platz im Server gefunden in der Zeit. Jetzt auf Corinus und es gibt ein bisschen weniger Löhner. Was natürlich das Löhner-Dasein ein bisschen angenehmer macht. Aber, I don't know. Vielleicht sind die ganzen Löhner ja auch einfach nicht in der Stadt. Ich war jetzt bis jetzt eigentlich nur in der Stadt und ein wenig außerhalb, um ein paar Sachen zu sammeln. Sehr, spuckt dem Herrn als sein Doffer die Füße, wenn ihr ihn seht. Dann haben seine Stiefelker wieder Arbeit. Eine gute Reise wünsche ich. Wir sollten dann los. Danke, Herr Statthalter. Und eine angenehme Nacht. Er ist ein Dude, Alter. Gleichfalls. Alles soweit in die Runde? Meleckt. Ei! Geh doch schon mal vor, ich komm nach. Ja, warte einen Moment. Ich finde die Pfanne sieht so lustig aus einfach. An dem Bruder hier. Stell dich vor, Leute würden so Pfannen mit sich rumtragen. Einfach wie so ein Schwert hier dran. Augenblick werden wir angegriffen und jemand bekommt die Bratpfanne über den Kopf. Tja, wollen wir dann oder nicht so? Jungens. Ich würde folgen, wenn Adarich geht. Adarich oder Adarich? Oder Adarich? Adarich, oder? Adarich? Adarich? Ach, keine Ahnung. Der Bratan vorne, ja? Der vor uns. Erstes Mal, ich habe diese Woche auch mal einen Rundengang für die Kamera gemacht. Ich habe die Bierlieferung für den kommenden Erzkonvoi organisiert. Er meinte, wegen einer Vergütung soll ich mich an euch wenden. Ja, ich erinnere mich sogar, dass er von der Bierlieferung gesprochen hat. So haben wir Melko kennengelernt, dass er über seine Bierlieferung geredet hat. Wollen wir dann, Jungs? Das war ein Auflauf. Digga, der hat ja einen Streitkolben unten in der Hose. Das ist ja ein reicher Mann. Grüß dich. Na, einfach nur Grüße. Auf der Kamera nicht seine Aufträge zu bezahlen? Man möge meinen, der Mann sollte mit dem Geld umzugehen wissen. Aber nun gut, hier. Boah, mit Asna will man sich nicht verscherzen, glaube ich. Ich glaube, der bumst einen aus dem Leben. Der Name Edric sagt mir irgendwie was. Ob er auch schon da war, bevor ich aufgehört habe, also vor den paar Monaten? Könnte ich mir vorstellen. Zehn Götter und rechter Melkor. Ja, ich komme gleich mit. Ich muss nur vorher mal jemanden die ganzen Beulen ansehen lassen. Letzte Woche mit einem Goblin zu viel angelegt. Digga, wir wollten jetzt eigentlich los, Mann. Willst du nicht einfach ein Bierchen und dann ist das vergessen mit dem Schmerz? Ja. Ein Goblinjäger, also. Nicht schlecht. Seiner Zeit gesehen, nicht schlecht.
Habt herzlichen Dank. Er meinte, er wisse, was er zahlen solle, doch sei er über die Buchführung darüber nicht im Klaren. Okay. Ich könnte mir das zwar anschauen, zwecks der Organisation bald los. Für einen kurzen Blick denke ich, reicht es. Dem eine gute Reise, Maker, und passt auf dich auf. Dann mit etwas schlechtem Gewissen zur Gruppe. Unbedingt heiler. Ja. Wisst ihr, was ich vergessen habe, Leute? Und wenn ihr das jetzt zufällig wisst, wäre das echt klasse. Wie kann ich meinen eigenen Status ändern? Also der Text, der halt steht, wenn ich im Fokus bin. Das habe ich nämlich ein bisschen vergessen und ist leider nicht aufgeschrieben. Und ich hatte hier eine Command-Liste, aber eventuell hat jemand Kaffee drüber gekippt und jetzt ist sie möglicherweise unlesbar. Falls ihr das zufällig wisst, wäre stark, sonst muss ich gucken. Weiß ich, Kurzinfo? Ich glaube nicht, aber ich guck mal, ja? Oh, es war Kurzinfo. Was ist unsere Kurzinfo? Ich habe kurz Text gedacht, glaube ich. Jungwegender Kerl, einen räudigen Beutel an der Unterhose baumeln. Ja, okay, das passt. Dann brauchst du Reiko. Talk oder allein. Wissen nicht, die Zeug kommen, Teach High-Verbände zu geben. Reiko ist on. Alles gut, ich schau mich mal um. Okay, dankeschön. Korrekt. Bahn ist übrigens ein Verb im Kontext. Ah ja, fuck man. Ich glaube, ich sollte das nochmal sowieso umschreiben. Nicht nur einen Verband anlegen kann, weil Inners. Am besten aus einer anderen Heider, wir sollten los. Ich denke, du überlebst es schon so lange. Ja, also ich meine, lass uns nicht anknabbern auf dem Weg. Gute Besserung. Wenn Boris nicht hier ist, muss ich ja seinen Part übernehmen. Das ist auch nur dir. Ah jo, Ray hat's auch nochmal geschrieben, danke. Ja, wie gesagt, dann sagen wir mal. Also gehst du in Richtung Tag. Wie voll. Ja, sieht man ja, dass ich folge. Ist okay. Die ganzen Kriegerjungs hier. Ist halt jetzt doof, dass es so Nacht ist, ne? Für so einen Wettbewerb, aber naja, dass es regnet. Aber mein Gott, nicht so wild, das passt schon. Falls wir angegriffen werden. Ich sollte euch das nicht sagen, aber ein Bogen ist nur Schauspiel. Ich hab keine Ahnung, wie man damit umgeht. Keine Pfeile. Übrigens, wenn wir kämpfen, bin ich ziemlich nutzlos. Ich will nicht sagen, mein Bogen ist nur Show und deswegen Schauspiel, aber irgendwie, es muss doch ein passenderes Wort geben, oder? Das Aber ergibt irgendwie keinen Sinn, aber ist okay. Wer weiß nicht, vielleicht nutzt es Abschreckung. Wie das
Das lange, du hast. Nee, nicht das. Nicht das erste Mal. Digga. Angenommen werden, sollten wir die Füße in die Hand nehmen und laufen. Moirat. Wie Moirat? Wo Moirat? Digga, Moirat! Würden wir zusammen packen, aber wozu? Scheiße, was ist denn daher? Es kommt! Nein, lauft! Verdammt, seht ihr, wenn wir Soldaten wären, wäre uns das nicht passiert. Dann hätten wir die einfach getötet. Scheiße, Alter. Kommt die noch? Nee, ich glaube, wir sind safe. Aber zur Sicherheit sollten wir vielleicht noch ein bisschen weiter rennen. Digga, das ist doch nicht euer Ernst. Komm direkt nochmal die Scavenger rein, Alter. Kriegt etwas. Ich sehe ich ja. Aber der. Echt ein Herzinfarkt. Ja, wirklich. Oh, 5 Tode gestorben gerade. Zum Glück sind sie nicht gerade schnell. Digga, ich muss dringend los. Hier wurden wir von einem Wolf gerissen. Ich habe echt ein ungutes Gefühl hier. Gut, der ist anscheinend tot oder schläft. Er ist tot, okay. Ich meine, mit so vielen Leuten hätten wir diese Kämpfe wahrscheinlich hier auch überlebt, aber wir müssen ja nicht direkt übertreiben, ne? So, weiß, dann war vielleicht einer auf dem Boden, dann müssen wir mal gucken. Sorry, Adarich, ich bin dir ein bisschen zuvor gekommen. Digga, der Bruder hier ist ja gar nicht so neu wie ich, der hat ja sogar ein Schwert. Heftiger Kerl, ja, dieser war's. Ich wünsche dir auch ein Schwert, Mann. Auch wenn es so ein räudiges wäre, übertrieben geil. Kann man ein Schwert mit 10 Stöcke tragen? Weiß ich gar nicht. Vielleicht auch nicht. Im OG Gothic 2 braucht man, glaube ich, 30 für das rostige Schwert oder so. Da folgt mir. Soll ich den schwarze Garde über den Schutz der Döner kümmern? Alles klar, Digi. Die schwarze Garde ist auch krass, ey. Du stehst vom richtigen Mann für ein Schwert. Ist das so? Lustig. Aber alles mit der Zeit. Ich schätze, ich sollte erstmal für eine Kleidung sparen, Mann. Das würde mehr Sinn ergeben.
Aber wenn mir jetzt jemand was anbieten würde, so, ey Bruder, du hast ja nur einen dummen Stock, willst ein Schwert für so und so viel Geld? Ich würde vielleicht ja sagen. Ah, mal gucken. Wäre ja noch lächerlicher. Weißt du, so ein Bogen, Unterhose und Schwert. Ich hätte natürlich die Löhner Kleidung da nehmen können, na, für Körpertextur, aber ich denke mir so, Bruder, wenn schon, denn schon. Wenn schon ein nackter Penner, dann ein richtig nackter Penner. Nickt den Männern zu. Grüß dich, Brudi. Fuck, ich will auch diese Handbewegung machen können. Ich muss noch mal lesen, wie das war. Euer Besuch ist da. Guten Abend. Ahoi zusammen. Digi, ahoi. Ja, mal willkommen an alle. Warum beginnt einfach zu reden? Vielleicht eher auf die Bank, oder? I don't know. Hören wir mal den guten Herbertius zu. Grüße an alle Neu-Dazugekommenen. Was geht, Jungs? Was geht? Muss mal ganz kurz gucken. So, YouTube-Leute, es war mir eine Ehre. Haut rein, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Auf Twitch geht es natürlich weiter. Falls ihr auch einfach durchgucken wollt, schaut mal Gelegenheit bei Twitch vorbei, lasst ein Follow da und dann wisst ihr, wenn ich live bin, ja? Das wäre krass. Aber bis zum nächsten Part.